Das muss ich da rechts drehen und schießen. Ungefähr so. Nur besser zielen wäre gut gewesen. Wie war das gerade? Das ist der Renton. You're right, Mr. Renton. Dem gehört das Hotel wohl, ne? They've got more hostages up on the second floor. I'll check it out. How's your daughter? She somewhere safe? I don't know. She's been gone all week. I try not to. Das war der bei Paul war, stimmt. Tonight's a bad night to be on the streets. Hotelbesitzer. I'll take a look around. Hey, if you see Sandra, tell her I don't care. I don't care what she's been doing. She can come home. No questions, no speeches. Sure. There are two of those guys. I knew they were NSF from the body armor. Okay. Ist das Paul Denton, New York, Oberst Enzian, Südwestafrika. They're scared. That's why they took hostages. Es gibt also zwei NSF-Leute hier. Jetzt frage ich mich, ob der die beiden oben meint. Also ob er meint, dass zwei oben sind. Oder ob es insgesamt zwei sind. Weil einen habe ich ja gerade getötet. Paul meinte hinter dem Bild wäre ein Safe. Das ist wohl nicht dieses Bild. Ein Schlüssel. Ein Credit-Shirt. 50 Credits. Sehr schön. Yep. Der graue Tod schlägt um sich. Ah, und Seim, die Droge. Bezeichnet wird als Bedrohung für die Öffentlichkeit bezeichnet. Nein. So, da kam der Typ vorhin her. Das sieht ja unfreundlich aus, so wie das flackert. Aber zu einem Multitool und einer Biozelle sage ich nicht nein. Hier will ich gar nicht erst weiter forschen, sondern ich will wirklich, nachdem ich die Brechstange eins nach vorne gesetzt habe. Nachladen! Nein, nein, nein! Ups. Dann eben dieses Gewehr. Hui! Ich sollte häufiger darauf achten, wie viele Munition noch in meinen Waffen steckt. Thanks for taking care of those guys. You from the police? Also ähnlich. You Natco. Yeah. Well, you might be interested. I heard them talking. They said something about how they had just put in a generator in a warehouse a few streets south of here. Did you catch the name of the street? Okay. No, but they were talking about their security setup. Anything interesting? It sounded like there was underground access. They're using the word righteous as some kind of password. That's very helpful. Thanks. Righteous. Trying to catch my breath. Thought I was a goner. You saved my life. Klar doch, gerne. Hä, was? Hab ich da gerade Schrei gehört? Wahrscheinlich draußen. Kubus? Aha. Ah, ein weiteres Konto. 543654 und der PIN-Code ist 5544. Ja. Da unten ist ein Geldautomat, da gucke ich gleich nochmal vorbei. Baby hinter der Tür. Und hier, Hauszimmer. NSF? Nein. Ist hier jemand? Ich sehe gerade, ich brauche Heilung. Ich brauche keine Zigaretten. Nicht der richtige Schlüssel. Da ist er hier offen. Oh, what? Warum liegt eine Leiche im Pauls Zimmer? Warum liegen zwei Leichen im Pauls Zimmer? Oh, Seim. Noch mehr von der Droge. Okay, vielleicht ist sie ja doch gefährlich. Ist da was? Nein. Da hinter der Tür? Nein. Ist das wirklich Pauls Zimmer? Ich glaube nicht, dass die Leichen im Pauls Zimmer liegen. Wahrscheinlich ist es eher ein anderes Zimmer, das ich gerade mit dem gefundenen Schlüssel öffnen konnte. Daher. Oh, Sojanahrung, ein Herd. Deswegen gehe ich nochmal nach draußen und schaue mir mal die anderen Türen nochmal an. Ah, da sind die Schreie. Da. Da schaut jemand fern, würde ich behaupten. Das da könnte Pauls Zimmer sein. Und das sieht doch schon gepflegter und hochwertiger aus. Das ist wahrscheinlich eher Paul.
Wirf einen Blick auf das Bild an der Wand und zähle von 1 bis 4. Aha. Von 1 bis 4. 1, 2, 3, 4. Was? Zähle von 1 bis 4. 0, 1, 2, 3. 4, 3, 2, 1. Zähle von 1 bis 4. Was sagt das Bild? War da nicht irgendwie was, was das Bild was verraten sollte? Wahrscheinlich nur, dass hinter dem Bild der Tresor liegt. Boah, Multitools, Munition, ein Medipack. Eine Panzerung. Sehr schön. Endlich die Rüstung, die ich mir schon lange gewünscht habe. Hey. Pidenten Chameleon. Fühl dich mit zu Hause. Bis bald. Mal schauen. Was gibt's denn hier? Ich vermisse dich. Ich liebe dich. Wie geht's deinem Bruder? Warte einfach, bis du alleine bist. Können wir reden. Er hat wohl eine Freundin, hm? Eine Selbstmordklinik? Das ist der Doc aus dem Yonato-Hauptquartier. Okay, wer hat die gesendet? Paul, aber an wen? An Yuan HK Signet. New York City Net. Wir haben Bestellung von Ente in Blau und wir sehen uns nächsten Mittwoch erhalten. Bitte beweisen Sie die Credits. Die Ware wird unbedingt geliefert. Okay, Vibrant Videos. Was hat er da wohl. Schokoriegel. Was hat er da wohl bestellt? Der kleine Bruder. Nein, der große Bruder. Dunkel, dunkel, dunkel. Hinter der Tür. Nein, doch nicht. Versteck. Bodenplatte. In der Wand irgendeine Öffnung. Was ist das dann? Ein Wandschrank. Na gut. Schlafzimmer. Schrank. Kleidung. Nichts, nichts, nichts. Oben drauf. Auch nichts. Okay. Hinten. Nichts. Unter dem Bett. Gibt's nichts. Credits. 350. Wow. Hier geht's raus. Ich bin schon wieder geduckt, während es lädt. Okay, aber ich habe rechtzeitig losgelassen. Ich will noch mal kurz reingehen. Ich war ja noch nicht fertig. Im Badezimmer gibt es ja noch sehr viel Platz, wie man sieht. Noch ein Medikit. Und ein Buch. Seit den Jahren der Rückgabe Hongkongs an die Volksrepublik China hat sich die Wirtschaft in der Stadt außerordentlich positiv entwickelt. Okay. Ja, Hintergrundgeschichte. Hongkong gehört wieder zur Volksrepublik und ist nicht mehr so ein Sonderwirtschaftsterritorium. Ja, bis jetzt im Spiel so viel bringt. Weiß ich nicht, bezweifle ich ein bisschen. Soda! Und Soy Food. Gut, dann möchte ich mich mal eben noch kurz ausrüsten. Erstmal hier wieder auffüllen. Und dann. Der Torso sieht böse aus. Ein Medikit halt. Ich glaube, 60 waren es zuletzt. Ich glaube, ich habe es zwischendurch gesteigert. Mittlerweile ist es 75. Sehr schön. Das heißt, alles andere wäre Verschwendung gewesen. Und dann trinke ich mal die Soda leer, fütter die Sojanahrung und zum Nachtisch gibt es Schokoriegel. Besser brauche ich nicht. Und so sieht das Ganze doch schon deutlich besser aus. Die Ballistikpanzerung. Nach der Entladung verliert die Panzerung ihre Reflexiveigenschaften und sollte abgelegt werden. Okay, das heißt, die kann man nicht dauerhaft verwenden. Die Stealth-Pistole brauche ich nicht, aber die Panzerung, die lege ich immer da nach hinten, um sie im Fall der Fälle griffbereit zu haben. Ist vielleicht gar nicht verkehrt. So, wie kriege ich das jetzt wieder zu? Vermutlich mit diesem Schalter. Genau. Ich will ja nicht, dass sich andere Leute hier
umschauen im Haus, Zimmer. Moment, durch das Fenster kam ich ja raus. Aber das sah so aus, als wäre das da gewesen, wo ich vorher auch draußen war. Nun denn, was gibt's hier? Das Aufzugsschacht. Ich mache erstmal Licht an, das dürfte deutlich angenehmer sein. Da oben ist nichts mehr. Kann ich diese Tür öffnen? Nein, dann war das gerade nur für das Multitool. Aber gut, für ein Multitool. Multitools sind super. Die kann ich sogar abkürzen nach unten. Hier da oben ging es jetzt nur zu den Zimmern. Ging es da auch rechts rum? Ach so, das ist die Impuls. Thought I was a goner. Yep. Gut. Hier gibt es dann wohl nichts mehr. Vielleicht mit dem mal kurz quatschen. I think that's all of them. You got the guys upstairs? Yep. Die habe ich. You can have your hotel back. Erledigt. Hotel. Good. Now we just have to kick these punks out of Manhattan. My brother Paul's heading up the operation. The NSF won't have New York for long. Der ist ja optimistisch. Aber ja, bisher lief es ja auch ganz gut. Eigentlich gibt es keinen Grund, hier gerade pessimistisch zu sein. So, was kann ich gucken? Ah, die Kontodaten. Die Kontodaten sind 543654. Kann man das eigentlich kopieren und einfügen? 543654. Terminal außer Betrieb. Ach, verdammt. Wahrscheinlich, weil ich es gehackt habe. Das soll verhindern, dass man ein Terminal mehrfach hackt. Schade. Aber egal, die Kontodaten, die sind ja gespeichert. Die kann ich dann ja... There were a couple of NSF on the second floor. I took care of the situation. What about the hostages? Doing fine. You guys can relax. Guess we didn't need that specialist after all. Hey, ich bin der Spezialist. Well, I'm glad they made it. genau, die Kontodaten, die sind ja gespeichert. Die kann ich ja dann einfach beim nächsten Kontoautomaten dann abrufen. Wuff, nichts. Da liegt doch noch was. Eine bioelektrische Zelle und Müll. Denn hier rein. Vorhin war ich da. War da nicht irgendwas mit einer... Nee, ich glaube nicht, ne? So eine... Righteous war das. Nee, keine Ziffernkombination leider. Schade. Die 5544 vom Konto wird es wohl nicht sein, genau. Sprengen könnte ich diese Tür. Da möchte ich aber gerne zuerst speichern. Und ich rüberlehnen. Gerade so knapp wie möglich. Und dann direkt wieder ein Implantat-Upgrade. Ein bisschen Pistolenmunition. Aha. Welches Upgrade ist das denn? Keine Programmierkenntnis erforderliche, kann man einfach von den Agenten, kann die selber einsetzen. Nur in Implantate-Bildschirm verwendbar. Implantate. Ein Implantat aufrüsten. Ah, damit könnte ich jetzt zum Beispiel die Nahkampfwaffen erhöhen. Ich könnte meinen Infolink nicht erhöhen, da hat keine Upgrades. Das integrierte Front-Fight-System kann man auch nicht upgraden. Und das Licht kann man auch nicht upgraden. Na, das hebe ich mir lieber für was anderes auf. Die Nahkampfdinger sind zwar ein nettes Backup, aber ich glaube, es gibt bessere Fähigkeiten als die, die man später noch lernen kann. So, da unten geht's zu den Tunnels. Da komme ich aber auch da drüber hin, glaube ich. Was wäre jetzt das nächste Ziel eigentlich? Den Generator finden, genau. Und die Bar oder die Klinik finden, die dann was sagen können darüber, wo der Generator steht. Ich habe die im Hotel schon gefragt. Es sieht so aus wie so ein Gitter, was man hochklappen könnte. Wie in Battery Park. Aber es funktioniert leider nicht. So, Munition. Für keine Ahnung was. Für die Sniper. Und für die Pistole. Schön. Ein Ladegerät für den Schocker, den ich nicht mehr besitze. Ah, da ist die Klinik. Die freie Klinik. Freund. Dann gehe ich da einfach mal rein. Vielleicht vorher speichern.
nicht, dass da doch noch irgendwelche Terroristen auflauern. Keine Waffen hinter diesem Punkt erlaubt. Nun gut, dann ziehe ich eben keine Waffen. Liegt da nicht was? Ach nee, das ist der Ständer. Was oben drauf? Nein. I heard a lot of shooting outside. They told me to come in here. Ja, das. The riot cops are running scared. Wusste ich. Reminds me of Washington. I was there when the NSF overran Squalnomi, back when they were called the Northwest Secessionist Forces. Were you at Squalnomi? Yeah, it was night. They came in with their Moptic camo and we never picked them up on any of the sensors. Yep. Welcome to Tenderloin Clinics. Also NSF steht für Northwest Secessionist Force, also für die nordwestliche... You are not a recognized user for this device. Für die nordwestlichen Sezessionierung oder Abspaltungskraft. Das hat was mit der Hintergrundgeschichte zu tun. Und zwar ist die USA durch ganz viele Krankheiten, unter anderem HIV und aber auch ganz viele andere Krankheiten, die zurückkamen, gegen die vorher Impfungen geholfen haben, aber mittlerweile nicht mehr, auseinandergebrochen in die Länder, die, denen es besser ging, denen es schlechter ging, und die, die sich abgespaltet haben, das waren die nordwestlichen. Und daher der Name nordwestliche Abspaltungskraft, NSF. If you think you have gray death, please pick